Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Robert von dem Kanal Corinna und Robert und viele schreiben uns immer, kann man beim Dana Beach auch schnorcheln? Ich sag jetzt mal, wenn man jetzt von anderen Hotels verwöhnt ist, die ein tolles Hausriff haben, wie in Hurghada selten, aber in Masa Alam oder Sharm el-Sheikh oder so, der wird hier natürlich sagen, oh, das ist nicht so doll. Aber es gibt ein bisschen was zu sehen unter Wasser und was das ist. Und wo man das findet, das zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen meistens immer den Weg hier über diese Sandbank ins Wasser. Und am Ende der Sandbank, da sind einige Felsen und Steine im Wasser, wo es auch ein paar Korallen gibt und so, ein paar Fischchen. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Und dann gucken wir mal, was da unter Wasser so los ist. Den ganzen Weg bin ich gelaufen und jetzt geht's hier vorne gleich ab ins Wasser. Und dann werde ich als allererstes da zum Steg rüber schnorcheln und dann von da aus sozusagen zum anderen Steg vom Dana Beach rüberschnorcheln. Heute ist echt wenig Wasser. Normalerweise kann man da, wo die Steine sind, auch überall schnorcheln. Aber da seht ihr die dunklen Stellen im Wasser. Da gibt es noch ein bisschen was zu gucken.
Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch das mal ein bisschen näher bringen, was hier unter Wasser so los ist. Ob sich das für euch lohnt, hier schnorcheln zu gehen oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen anhand dieses Videos. Nun kommt heute noch dazu, es war etwas windig und wellend, dadurch war die Sicht noch ein bisschen schlechter wie sonst. Ja, wie gesagt, also mit anderen Tauchplätzen oder Schnorchelplätzen ist das hier sicherlich nicht vergleichbar. Aber meine Meinung, es ist mehr wie nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Dann braucht ihr nur noch abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und tschüss!